Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Mage zusammen mit Flocke. Hallo. Letzte Folge waren wir die produktivsten Katzen und Flocken auf diesem Planeten. Und heute geht's so weiter, habe ich gehört. Und ich dachte mir, ich könnte mal ein bisschen so übertreiben und so, aber wir lassen das. Ich würde sagen, 3 zu dem 2 zu dem 1 und wir gehen auf den Server. Ne? Ne, ne, ne. Wir hoffen, dass heute immer noch die Leute ein bisschen friendly zu uns sind. Das ist noch immer am gleichen Tag produziert wie die letzte Folge auch, namens Strem. Hallo Flocke, schön, Hi. Dass ich da bin. Ja. Flocke will heute das hier umziehen. Das werdet ihr bei ihr sehen, yes. Wie das dann angeschlossen wird. Und wir gehen heute ein bisschen in BLOODMAGICKEHWDACB kauft mein Merch.de. Also in Blood Magic. Okay. Ja, ich hoffe, ich konnte helfen. Dankeschön! Wuhu! Ich wollte oben Iron Bars mitnehmen und bin jetzt einfach wieder nach unten gedackert, ohne die zu holen. Good job. Ich bin Katze. Immer wenn mich jemand fragt, ob ich was Sinnvolles zu tun habe, sage ich ihm nein. Ich habe nichts Sinnvolles zu tun. So mit O. Es tut mir übrigens sehr leid für die Leute, die das nicht leiden können, wenn ich pfeife. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass ihr das nicht leiden könnt. Schaufel. So. Kapakett, übrigens, by the way. Das ist ein Fall für Kapakett. Ich brauche noch 2 Glas, fällt mir gerade auf, weil ich glaube, Glas verbindet sich Glas nicht mit Iron Bear. Hier müssten auch welche sein, eigentlich. Extra zu Flocke laufen, das ist so weit, ich bin doch so faul. Okay, ich laufe zu Flocke. Gibt wenigstens einen Grund, sie zu besuchen. Kommt nicht wieder eine Unterlassungserklärung, weil ich stalken würde. Puh. 2 Meerschweinchen habe ich gefressen, mehr nicht. Hallo, ich bin Katze. In der großen. Oh, ich nehme mal ein bisschen mehr mit. 8 Stück reichen. So, wir gehen runter. Und wir machen hier erstmal Party-Hardy. Mit dem, was wir tun müssen. Und zwar werden wir unsere Mobfarm unten weiter verbessern. Die Mobfarm ist lediglich für Blood Magic, also nicht für Drops in irgendeiner Hinsicht von anderen Mobs. Wird mit Cave Spidern gemacht, weswegen wir die Iron Bars brauchen. Und die Glasdinger brauchen wir, damit die Iron Bars sich nicht mit anderen Blöcken verbinden. Sonst können wir dann nämlich nicht mehr durchschlagen. Das war gerade so schnell. Na? Ah, was? Boing. So. Hello, mi name le Katze, please try again Tatze. Also, ich hebe hier jetzt erstmal so ein bisschen was aus, um das alles in so eine Art Keller zu legen, was ich dann mit meinem Haus hier verbinde, was ein bisschen komisch aussieht. Aber ihr werdet irgendwann noch feststellen, warum das ist. Oh nein, das ist komisch. Das Haus, ja. So, wir schisseln uns jetzt erstmal ein. Das hört sich auch an, ne? Wir schisseln uns jetzt ein. Wo habe ich denn mein Schisselinstrument? Das Schisselinstrument. Ist auch ein Schisselinstrument. Ja. Okay. Gut, dass du fragst. Und die Antwort lautet ja. Ist es. Geil! Welches Schisselmenissel nehmen wir denn hier? Die Road Cobbles. Finde ich eigentlich mal ganz nice. Das ist jetzt wirklich alles nur. Ich bin so ein bisschen angesteckt von Skate und von. Nee, Zinos und Klim sind die beiden. Die immer so viel Zeugs. Correct. Correctly. Okay. Das war, glaube ich, dumm. Das war bumm. War das dumm? Das war ziemlich dumm, ja. Und zwar müssen wir nämlich eigentlich. Aber zum Glück haben wir es ja nicht umsonst geschisselt. Eigentlich müssen wir nämlich noch einen weiter unter die Kiste graben. Ich habe hier übrigens links auf meinem Desktop habe ich so einen schicken Screenshot aus dem Video, welches ich mir angeguckt habe. Weil ich mir nichts merken kann. Okay. Glückwunsch dafür. Da! Ich hab wieder den bunten Boden. Den bunten Boden? Ja, den bunten Boden. Ein bunter Boden? Ja. Guck jetzt. Was für guck jetzt? Wie soll ich das denn gucken? Ich bin gerade unten und schnetzel hier Spinnen. Das ist schlecht, weil du wolltest den bunten Boden doch mal sehen. Welchen bunten Boden überhaupt? Da, den bunten Boden, wo du Diamanten und so rauskriegst, wenn du den kaputt machst. Den wollte. Also den bunten Dirt. Ach so, nee. Den, ja, nice, ne? Ich bin ein dumm Batz, ey. Okay, alles klar, alles umsonst, alles nochmal.
Das war richtig dämlich. Aber zum Glück. Durch meine Goggles sehe ich ja jetzt auch, ob das alles richtig ist. Ja, ist es. So, und das funktioniert logischerweise im Moment nicht. Und das auch nicht, weil leider die Bäume ein bisschen behindert wachsen gerade. So. Böse Bäume. Sitzt. Und jetzt sollten aber auch... Jetzt sollte alles weg sein. Das heißt, die Saplings... Ich hoffe, wir können es jetzt mal sehen hier einmal. Das heißt, die Saplings müssen rein theoretisch jetzt hier so drauf fallen. So plups. Und dann würden die direkt wieder wachsen. Das Problem ist, wir haben diese Wachse-Wachse-Pflanzen noch nicht. Wachse-Wachse. Wachse-Wachse. Das zum... Was? Das zum Dingens Wasserfließe? Oder was war das? So, ja, Dingens war, glaube ich, die Originalzitate. Ja, glaube ich auch, dass Dingens genau das Richtige war. So, jetzt gucken wir uns mal an, was hier drin ist. Hier sind wieder Emerald Shards drin gewesen. Das ist natürlich geil. So. Okay. Gut. Slaps! Ich bin ein Vollidiot. Stairs brauche ich auch noch, natürlich. Logik. So, ich baue jetzt alles hier ab, so wie das hier ist. Ich brauche noch einen Hopper. Dann Hopper heißt übrigens auch der Grashüpfer aus Das große Krabbeln, glaube ich, oder? Hopper? Hopper? War das nicht der Grashüpfer? Und so, der Hopper kommt hier dran. Jetzt fällt wahrscheinlich aus der Kiste was raus. Oder ich hoffe es einfach nicht, dass es das tut. Dann brauche ich das hier. Und den Hopper hier. Natürlich die hier. So. So, wir müssen ganz kurz gucken, wie wir das hier am besten ummodeln. Wir brauchen die Möglichkeit, die in diesem Radius von einem Block hier davon entfernt anzugreifen. Das bedeutet, wir müssen die irgendwie so stacken, dass wir sie angreifen können. Und ich glaube, das gibt da einige Möglichkeiten. So zum Beispiel müsste das doch gehen. So und so. Reicht das, dass die nicht mehr durchkommen? Schlafen gehen wäre ganz nice. Ist überhaupt schon durch. Kann aber gerade nicht schlafen gehen. Das schon reichen, dass die nicht mehr durchkommen? Ich hoffe es einfach mal. Alternativ wäre es auch eine Möglichkeit, einfach mal kurz ein paar Fackeln. So. Dass ich hier einfach jetzt nicht genervt werde von diesen ganzen sinnlosen Sachen, die hier spawnen können. So. Funktioniert das jetzt oder funktioniert es nicht? Jetzt sehen wir es nicht. Das ist halt das Problem. Gucken wir mal kurz reinlinsen. Scheint nicht zu spawnen. Ist aber noch spawnen eigentlich. Das ist jetzt gerade komisch. Das ist nicht spawnt. Okay. Da sind jetzt Mobs drin. Okay. Du hier unten? Du bist hier unten. Schön. Okay. Wer ist hier unten? Passt der da durch, der Spinny? Nein, Spinny passt nicht durch. Ich hab's geschafft. Ich hab die Mob-Farm so unten, wie ich sie brauche. Ja, sehr schön. So. Bedeutet, mit mehr davon könnte ich eigentlich weitergehen. Da. Brauche ich noch ein bisschen. Aber du müsstest eigentlich funktionieren. So, jetzt frage ich mich gerade, wieso. Hello, das mit Skate. Na klar, logisch. So. Habe ich noch ein bisschen Bone Meal zum Rum. So, wir zeigen das jetzt nochmal so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Das hat nicht funktioniert. Aber wir haben auch noch Bone Meal. Ich habe echt keinen mehr da? Lol, okay, okay. Ich habe keinen mehr da. Jetzt mal ein bisschen schneller wachsen lassen hier mit dem Bone Meal, dass ich euch das wenigstens mal zeigen kann. Es tut sich halt nichts, lol. Manchmal ist das Bone Meal echt sowas von sinnlos, ne?
Kommt drauf an, bei welchen Blumen. Ja? Was? Kommt immer drauf an, bei welchen Blumen. Ja, wenn die nicht richtig ausgeleuchtet sind, dann wachsen die nicht dadurch. Da stehen Fackeln neben. Wenn die Fackeln zu nah dran stehen, dann können die Bäume nicht wachsen. Sind die Spawns von den Bäumen blockiert meistens. So, jetzt funktioniert es auch auf jeden Fall. So, und zwar... Brauchst du noch mal ein Botania-Kram, Facts geht. Okay, und da scheint wieder irgendwas blockiert zu sein, dass es wieder nicht funktioniert. Hervorragend. Du sagst, wenn ich schauen soll. Ja, hier ist wieder irgendwas blockiert. Aber warum schießt der denn da runter? Kann man die Bäume dazu bringen, dass die wirklich nur nach oben wachsen? Dass es ganz normale Bäume werden? Kannst... Ja, indem du so oben mit Slabs beschränkst eigentlich. Aber die müssten schon beschränkt sein, dadurch, ja, dass da drüber was ist. Ja, genau. Also das ergibt wenig Sinn, dass die das dann nicht tun. So, auf jeden Fall schießt hier irgendwas total sinnlos... Funktioniert wieder irgendwas. Ganz kurz mal hier wieder anmachen. Funktioniert hier wieder nicht, ey. Ist wieder zum Heulen. Aber es ist auf jeden Fall das Ding ins da reingefallen. Lol, Skate, Alter. Los, Baschkate. Der gibt mir jetzt seine ganzen Botania-Sachen. Aber warte mal, ich kann ihm doch dafür eine Kiste craften. Warum schmeißt er mir die denn jetzt dahin? Warum habe ich denn jetzt keine Slap? Da ist ein Slap. Hallo, rausspringende Spinni. So, so müsste das eigentlich passen. Eine Mana-Lens fehlt. Okay. Welche Mana-Lens ist denn jetzt kaputt gegangen, bitte? Hier unten fehlt eine. So, mit O. Okay, das funktioniert aber auf jeden Fall schon mal. Dann brauche ich jetzt meine Extra Flame wieder. Okay, also sie ist noch nicht perfekt hier so, aber sie funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr gut und wir können ein bisschen weitermachen mit Blut. Pflanzen? Ne, können sie nicht, okay. Ist aber egal, ob die auf Dirt oder auf Gras stehen, ne? Hauptsache, die stehen irgendwo drauf, wo sie wachsen, stehen können und so, ne? Richtig. Okay. Geht weg? Oh nein. Na, bringt irgendjemand Christina jetzt um? So. Böses Mensch, nicht Christina umbringen. Was soll denn sowas? Mal auf die Schwachen. Jetzt war es Skate oder so. Hab doch jemanden essen. So. Machen wir mal hier. Ah, falsch. Ein
ist hier an den Hopper dran. So, und da kommt jetzt die Exoflame drauf. Blups. Geld so. Kommt mal eben Gassi vorbei, gell? Aber noch nicht ins Test gekommen. Jetzt ist es eine Reinforced. Beißen, beißen, beißen. Immer schön beißen die ganze Zeit. Ne? Da unten ist Skatze. Was, hallo? Hallo! Ah. Hallo. Hallo. Gerade noch rechtzeitig gekommen, weil das war jetzt die letzte Folge, die wir gerade aufnehmen werden. Hm. Beziehungsweise wo wir gerade drin sind. Und bin ich jetzt auf diesem YouTube? Ja, du bist jetzt auf diesem YouTube. Krass. Vielleicht kannst du das für dich brauchen. Ich weiß es ja nicht. Ja, es ist cool. Du kannst mir jetzt am besten sagen, was ich im Stream machen soll, wenn du schon so viel vorbereitet hast. Das habe ich ja jetzt vorhin im Stream vorbereitet. Sehr schön. Das Problem ist, viele Leute haben gesagt, Skate macht auch Blood Magic. Warum machst du das jetzt? Ich glaube, das ist ein bisschen falsch verstanden. Blood Magic können wir uns ja unsere Netzwerke leider nicht teilen. Und viele von den Dingen in Blood Magic müssen wir jeder von uns teilweise gemacht haben, damit wir die Sachen später verarbeiten können und nutzen können vom Blutnetzwerk her. Also in einem Idealstadt hätten wir nachher 7 Blutaltare, wo jeder seinen eigenen Blutort drin hat. Ja, genau. Und das ist schon mal auf jeden Fall sehr gut, was du hier gemacht hast, weil auch wenn jeder am Schluss sein eigenes Ding braucht, ist es ziemlich nice, wenn man am Anfang so viel Blut schon zur Verfügung hat. Genau, ich habe auch schon ein bisschen was an Slates und so weiter noch da, fürs Craften nachher. Das ist das, was ich gerade die ganze Zeit mache. Die hat noch leichte Schwächen, die Falle. Soll ich, es gibt auch im neuen Blood Magic dieses Ding, dass man die Effizienz mit so einem Extra-Altar steigern kann von den ganzen genau, Farben, mit dem Incense-Altar. Das ist zum Beispiel was ich jetzt noch gar nicht reingenommen habe, weil ich mache gerade in 2 verschiedenen Projekten Dual Blood Magic und dachte mir dann halt, ich mache hier jetzt auch gerade sowieso noch weiter. Mhm. Es passt also einigermaßen. Die Truhen sind übrigens nicht irgendwie für mich oder so, die kann jeder sich dran bedienen, das ist nur das, was zusammenkommt, weil das halt auch gleichzeitig eine unglaublich effiziente Mobfarm ist, was Backs und sowas angeht. Oh ja. Du machst ja alles One-Hit mit dem Sacrifice Dagger. Mhm. One-Hit ist halt jede einzelne Sache. Nice. Und du kannst es theoretisch kombinieren. Das ist, kennst ja die Funktionalität vom Sentinel Sword. Wenn du währenddessen deine Coat of Arms anhast, bekommst du beim Töten und Sammeln von Demon Will gleichzeitig noch Blut in deine Chestplate rein. Bedeutet, du kannst das auch einfach dafür verwenden. Das ist nice. Was hat die eigentlich für eine Obergrenze? 15.000? 10.000. Die Standard hat 10.000. Also wenn ich das jetzt so mache, passt das alles. Und wie man den Will zusammenführt und so weiter, das weißt du ja bisher. Alter Blood Magic Fuchs bist du ja, gell? Ich bin aber ein 1.7er Blood Magic Fuchs. Ich kenne mich mit der neuen Blood Magic Version noch gar nicht so gut aus. Ich muss das alles noch lernen. Ich habe Blood Magic irgendwie das letzte Mal verwendet in, Headzone 1 war das? Nee, das war irgendwie noch davor. Also auch noch auf der 1.7. Aber ich habe die 1.10 mal so privat ein bisschen angedaddelt gehabt. Nutze die gerade auch noch, und wie gesagt, in einem anderen Projekt, wo ich es dann habe. Das Ding hat noch leichte Flaws, also die kann man eventuell noch ausbügeln, je nachdem, wie man will. Hier kann zum Beispiel noch ein Iron Bar hin, statt dem Stone. Okay. Aber so wie es jetzt gerade ist, funktioniert es eigentlich ganz gut und man kommt auch ein bisschen an Loot. Also ich habe jetzt schon wieder weitere Orbex, warte mal. Ist nur die Frage, was ich im Stream mache. Also wenn ich jetzt irgendwas machen kann, damit wir hier vorne richtig schön vorankommen jetzt, dann mache ich das jetzt im Stream. Du kannst hier theoretisch alles an Blood Magic weitermachen, was du möchtest. Ich lasse dir auch gerne, Wo ist es? Da ist es. Ich kann dir auch gerne noch meinen kleinen Talik-Gem da lassen, wenn du den noch nicht haben solltest. Doch, den habe ich schon, so einen kleinen. Jo. Also nur den kleinsten. Ja, ich auch nur den kleinsten. Jo. Aber das ist alles, was du theoretisch brauchst hier. Okay. Einfach ein bisschen Blut sammeln, ein paar Slates herstellen, weil Slates werden wir immer brauchen. Mhm. Das kann man so währenddessen die ganze Zeit über machen. Das können wir hier jetzt gerade auch schlecht automatisieren. Das müsste man mit einem Hopper automatisieren, mit einem Comparator und so weiter und so fort. Das ist alles 10-mal zu kompliziert dafür. Oh, da ist eine von den bösen Spinnies dabei. Die Explosionsspinnies und so sind halt auch relativ ungefährlich geworden, dadurch, dass die Iron Bars einfach schützen. halt Items, wir müssen das gleich nochmal gucken. Und wir müssen gleich auch noch vom Server. Deswegen. Yep. Ja, okay, dann mache ich hier einfach weiter. Und hoffentlich mache ich nichts kaputt, dann steht das nächste Mal noch. hast du einen Sacrifice-Decker? Nö, muss ich erstmal machen, aber das ist jetzt nicht einfach, so. Einfach, ist jetzt schon Stufe 2er, sind Speedruns schon drin. Ne?
Das andere Zeug ist, wie gesagt, alles hier drin. Kannst du alles verwenden. Ja, doch, Sacrifice Dagger habe ich, aber noch keine Dagger of Sacrifice. den kann ich dir aber auch einfach so geben. Welchen Level haben wir mit dem Altar? Level 2? Das ist ein Stufe 2er, ja. Soll ich den upgraden noch? Vollkommen. Du kannst ihn auch gerne noch weiter upgraden, wenn du dazu kommst. Ich habe jetzt nur nicht genug Slates gehabt dafür. Ist die Frage, auf was sollten wir denn? Aber dann ist der blöde... Ah ne, der Glowstone ist dann da drin in der Wand. Aha! Das ist schön. Na? Welche Runen sollte ich am besten verwenden? Auch Speedrunen? Ja, oder? Speedrunen, solange du es kannst. Und später noch ein paar Capacitator-Runen. Damit, wenn man eine Zeit aufgemaut hat, einfach alle umklatschen kann und in Ruhe weiter craften kann. Aber zuerst mal hier die erste Speedrune und die zweite Ladung Speedrune hilft dann, die Slates wirklich schnell zu machen. Also das geht dann wirklich so schnell, dass du da schon fast nicht mehr genug Viecher hast. So, dann geht dackelt Katze gerade mal ein Stück weiter. Ich hoffe, ich habe dir da nichts mit vorweggenommen. Nö, das ist super. Also ich hatte selbst bis zum Blutaltar jetzt gerade in, ich glaube, ein oder zwei Folgen gespielt. Und das wäre das nächste gewesen. Also du hast quasi... Das ist super, wir ergänzen uns ja als gut. Super. Dann mache ich hier weiter und dann mache ich jetzt quasi die nicht so spannenden Ausbauteile. Und dann geht's da dann weiter. Genau, theoretisch ja. Und wenn das so weitergeht, dann können wir theoretisch auch später mal gucken, ob wir irgendwie das Blut auch mit Bloodtanks verteilen können und mit Airsiegeln schon fliegen können. Oho. Weil das müsste ja eine Möglichkeit geben. Mhm. Je nachdem, ja, wie effizient uns unser Spawner ist. Flocke, ich bin da. Ja. Hi, mein Name ist Katze und nebenberuflich habe ich eine Katze. Ich dachte, arme Flocke, Mann. Macht dir so ein bisschen Botania, kriegt von mir ein paar Sachen zugeschmissen und dann kommt sie 3 Minuten lang nicht mehr zu Wort. Tja, so ist das dann mal zwischendurch. It's my life with a teenage cat. So. Hallo? Da ist kein Mana drin. Ja, aber warum ist da kein Mana drin? Ah nein, andersrum. Ich habe den falsch rum. Oh. Ey, okay, man kriegt wirklich perfekt viel Zeug. Das ist beeindruckend. So. Ja. Und die Ohrbacks und so könnten echt unsere Farm erstellen. Kannst du mal einmal gucken, ob das jetzt funktionieren müsste? Wenn da jetzt rein theoretisch... Warum funktioniert die... Sag mal, Exoflame, was ist mit dir? Kannst du mal hier... Kann das sein, dass sie drunter stehen muss? Nee, das hat ja gerade noch funktioniert. Ich mal dein Stäbchen. Jetzt geht's wieder. Okay, der Mana Pool ist zu weit weg da oben. Okay, passt das so? Guck mal bitte. Wenn jetzt... Warte mal, ich schmeiß da mal was rein. Ich habe jetzt natürlich... Ich muss jetzt? Ja noch... So, die, es wird jetzt hier unten, gehen die Dinger raus, ne? So. Ja. Es passt doch, oder? Und von dem Pool kann man dann später noch was abschöpfen. Und von oder dem Pool kann man was abschöpfen, genau. Der darf nur nicht komplett leer gehen, wenn man craftet. Genau. Das ist, Und der versorgt auch die Dinger oben? Der versorgt nicht die Dinger oben, dafür ist der andere. Das sind ja zwei. Aber woher bekommt der andere seinen Mana? Tja, da muss ich dann noch ein bisschen anders rumprobieren. Aber unten, das funktioniert auf jeden Fall, ne? Ja, das funktioniert. Das funktioniert, das sieht auch gut aus. Dann brauche ich jetzt nur noch die komischen Agri-Carnation-Dinger. Okidoki. Und wir brauchen jetzt einen Disconnect. Ja. Bam. Das bedeutet, an der Stelle überlassen wir unsere Stadt den fähigen Händen von Skate. Yes. Danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut ihr gerne bei den anderen vorbei aus der Stadt und aus den anderen Städten. Habt viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis dahin erst einmal. Ciao. Tschüss.